Hallo! Und ja, mal wieder hier bei mir der Caro mit einer Spielervorstellung von Summoners War Sky Arena. Sky Arena. Ich fange hier mit den Wild Kaneki an. Sorry. Eigentlich wollte ich hier nach der Reihe von oben nach unten gehen, aber manche haben mich jetzt noch nicht angenommen. Deswegen fange ich einfach hier an, weil er der jetzt bis jetzt der Einzige ist, der mich angenommen hat. Ich habe aber auch nur die ersten fünf oder so genommen. Und da ist mir schon beim ersten, also ich glaube beim dritten oder zweiten aufgefallen, bei Bruno 2012, dass da irgendwie ich niemanden finde. Entweder du bist auf dem, Global-Server oder auf einem Asia-Server oder irgendwo, ich weiß es nicht, wo ich dich halt nicht finde. Das wäre blöd, weil ich bin auch für alle auf dem Europa-Server und finde dadurch natürlich jetzt nicht jemanden, der auf dem Asia-Server ist oder so. Da müsste man das anders regeln, ja? Da müsste die Person, um die es jetzt geht, ob das jetzt der Bruno oder jemand anders ist, der sich in diese Liste eingetragen hat, bei mir melden. Da müsste ich halt in den Account rein, sozusagen, mit den Account-Daten. Aber müssen wir auch nicht so machen, ja? Oder es geht halt nicht. Ja, also wie auch immer, es geht halt nicht anders. Ich bin halt, wie gesagt, nur auf dem Europa-Server, nicht auf dem Global-Server. Ja, ich könnte mir jetzt noch einen Server sozusagen auf dem Europa machen. Oh Gott, global, Mann! Aber ja, so würde es halt einfacher irgendwie so für mich funktionieren, irgendwie, wenn ich dann schon mal hin und her switchen muss, ja, auf den Server und den Server und den Server. Ja, ich muss ja auch viele abarbeiten sozusagen. Deswegen wird das Video jetzt auch ein bisschen länger, um einfach nochmal zu sagen, es sind jetzt ziemlich viele Leute und ich habe geplant, ja, mal ein sozusagen Livestream zu machen auf Twitch, wo ich ungefähr so 10 Leute dran nehme. Ich werde jetzt auf jeden Fall viele durcharbeiten sozusagen, durcharbeiten, abarbeiten, ja, wie auch immer. Die jetzt hier bei YouTube sozusagen Videos darüber machen, aber ich werde auch, sage ich mal, irgendwann ein Video machen, nur mal so zum Vorankündigen. Wann, welcher Tag, wann, wie, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, habe ich nicht geplant. Irgendwie so einen guten Tag mit einer guten Uhrzeit ungefähr, wo vielleicht jeder Zweite wenigstens kann oder so, oder ja, irgendwie so. Da halt 10 Namen nennen, ja, die ich da vorstellen möchte. Und es wäre halt cool, wenn die dann natürlich auch da reingucken würden, ja, um dann natürlich ihre Bewertung anzugucken. Weil ihr müsst auch so, ich kann ja nicht nur Spielervorstellungen machen, ja, bei YouTube, ja, das spamme ich hier sozusagen YouTube voll mit Spielervorstellungen, ja, aber mache nichts anderes mehr. Ist auch blöd für vielleicht andere, die vielleicht jetzt nicht so Interesse an den Spielervorstellungen haben. Also ich hoffe, ihr versteht das oder so. Aber so ein Twitch-Livestream ist bis jetzt immer gut angekommen, weil dann auch natürlich auch Tipps von anderen Spielern kommen, die auch sehr gut sind und auch schon sehr lange dabei sind. Wie jetzt zum Beispiel Wolf oder sowas oder Dante zum Beispiel, ja, so hi Dante und hi Wolf, ja, oder sonstige, ja, Leute, die halt schon eine Weile dabei sind und auch dazu noch Tipps geben können. Vielleicht klappt das dann auch mit Teamspeak irgendwie, dass ich mich sozusagen mit einem zusammenberaten kann. Wie auch immer. Irgendwie, wenn wir das schon hinbekommen, in nächster Zeit. Ich fange jetzt aber an mit dem Kane. Oh Gott, Mann, ey. Kaneki an. Oh Gott, ey. Mann, ist egal. Mit The White fange ich jetzt an. Gucken wir mal jetzt hier mal die Monster an, was er so hat auf dem ersten Blick. Rakasha ist an sich eine gute Sache, Rakasha Wasser, weil es gibt nicht, meiner Meinung nach, so viele krass geile Wassermonster. Okay, Magiritter, Wasser ist ein gutes Monster, was gekommen ist, aber so allgemein finde ich, dass Wasser, ja, auch wenig gute Monster hat, ja. Ich finde halt Feuer eh jedes zweite gut, also jedes 4 Sterne zweite Monster finde ich eigentlich richtig geil bei Feuer, ja. Bei Wasser oder Wind ist das ein bisschen anders, ne. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Julien sehe oder so, ich fand ihn am Anfang auch richtig gut. Jetzt mittlerweile finde ich ihn eigentlich unbrauchbar und nicht mehr, ja, so gut, ja. Genau. So, also Rakasha. Rakasha schon mal auf Angriff, das kann ich schon mal jetzt sagen, weil sie an sich ähnliche Effekte hat, ja, wie zum Beispiel Nahava oder, ja, sozusagen eine Rakasha Feuer. Ja? Rakasha Feuer für alle ist an sich die beste Rakasha. Niemals wegschmeißen, immer behalten, immer 6 Sterne würdig. Richtig Bombe für alle Dinge. Ob das Arena ist, ob das Tor ist, ob das die Dungeons sind, wie auch immer. Sie bringt euch auf jeden Fall weiter.
Die Wasser ist aber an sich auch nicht schlecht. Wie gesagt, die Effekte ähneln sich. Wenn wir jetzt mal hier den ersten Effekt zum Beispiel ansehen, ist das Gleiche an sich, ja. Und so ist es beim zweiten und dritten auch. Ja, außer dass halt die Passive nicht da ist. Aber na egal. Greift an und erhöht, also die dritte Attacke ist das jetzt, ja. Greift an und erhöht 50% des angerichteten Schadens. Betäubt den Feind für eine Runde, wenn er unter mehr als zwei schädlichen Effekten leidet. Okay. Ist an sich nicht schwierig, die zwei schädlichen Effekte hinzubekommen, weil dafür haben wir hier diese Attacken zumindest. Hier jetzt zum Beispiel die, greift den Feind mit einem Peitsche an, reduziert mit einer Chance von 5% sein Angriffstempo. Okay. Also zwei Runden schon mal angenommen, haben wir schon mal einen schädlichen Effekt. Hier greift dreimal am Stück an und fügt zwei Runden lang kontinuierlichen Schaden. So haben wir die zweite sozusagen. Und fügt auch noch zwei Runden kontinuierlichen Schaden zu. Also an sich auch das gleiche wie bei der Feuerrakascha. Ja, deswegen auf jeden Fall auf Angriff gehen. Man könnte natürlich noch überlegen, oh, mache ich vielleicht noch auf Qual oder so. Aber nein, würde ich auf jeden Fall ein bisschen abraten, auch wenn die dritte Attacke was mit Qual oder Betäubung zu tun hat. Hier am Anfang auch auf jeden Fall nur Fatal und Fokus nehmen. Auf jeden Fall ACC, viel ACC, am besten 100% ACC bei ihr reinbekommen. Das wäre das Beste. Ja, das eigentlich schon zu ihr gesagt. Was hast du für Runen jetzt drin? Okay, Zorn und Klinge. Auf jeden Fall Fokus, du musst ACC reinbekommen. Hier und du hast 9%, das ist wirklich zu wenig. Also du musst da mehr ACC reinbekommen, damit sie überhaupt brauchbar ist. Sonst hast du nur ihren Angriff, wo aber du auch noch nicht so viel Angriff reinbekommen hast. Und mach nicht den Fehler irgendwie zwei oder ein Sterne ruhen oder sowas. Gib da nicht so viel, sag ich mal, Mana aus. Spar dir oder farme die Fatalruhen, wo du auf jeden Fall 4 Sterne-Runen mindestens bekommen kannst. Du kannst überlegen, ob du auf Slot 2 Speed machst, aber du kannst natürlich auch auf ATK gehen, falls du keine Speed-Rune findest. Auf Slot 4 sozusagen machst du auf jeden Fall auch ATK-Prozent. Und wenn du mit dem ACC nicht hinkommst, ja, auch mit Fokus und vielleicht mit den Runen, mit den Sub drinne oder sowas, ja, wenn du da einfach nicht auf die Summe kommst, dann mach da auf Slot 6 auf jeden Fall eine ACC rein. Das wäre super klasse, also dann würde das auch funktionieren. Also Zornklinge komplett raus. Magirito! Magirito, wie gesagt, habe ich in jedem Video gesagt, am besten meiner Meinung nach ist sie auf Qual und Rache, also sozusagen der Gegenangriff. Ist sie am besten und dann alles auf ATK, auf ATK-Prozent und vor allem am Anfang. Am Anfang kannst du natürlich, falls du keine Qualruhen hast und wahrscheinlich auch keine Racheruhen oder sowas, kannst du so bleiben. Was hast du hier drin? ATK Plus? Nein, auf jeden Fall nicht. Wir brauchen hier ATK-Prozent. Hier, Crit-Schaden, mach dann lieber wirklich erstmal ATK-Prozent, ja? Und wenn du Crit-Schaden zum Beispiel bei irgendeinem Monster auf Zorn und Klinge gehen, ja, und auf Slot 4 dann eine Crit-Schaden-Rune reinmachen. Aber nicht anders irgendwie, nicht bei Fatal, weil dann kommst du nicht auf so einen großen Wert Crit-Schaden, der auch wichtig ist, wenn man auf Klinge und Crit-Schaden spielt, also auf Klinge und Zorn spielt. Ah, Mann ey, ich hab's heute mit meiner Sprache. Egal, ja, auch kein Death, auf jeden Fall alles ATK, wir brauchen so viel Angriff wie möglich, ja. Weil, liest dir die Effekte durch, ja, die Fertigkeiten. Ich habe es, glaube ich, in vielen Videos schon vorgelesen, deswegen mache ich das jetzt nicht noch. Sie ist ein guter Angreifer. Dann Hemos. Ja, die Sensenmänner sind an sich alle nicht schlecht. Aber ich würde auch keine Priorität hier auf den Sensenmann, weil du hast zwei gute Angreifermonster. Zwei wirklich richtig gute Angreifermonster in Wasser. Das reicht. Erstmal. Ja. Zwei reichen auf jeden Fall, ja, wenn irgendwann natürlich ein Tyrant kommt oder so, ja, oder irgendwas anderes Cooles, ja, natürlich könnt ihr den dann auch machen. Tyrant ist ein super geiles Monster, eins der besten Wassermonster. Besser jetzt vielleicht auch als Rakascha, ne? Klar, logisch, aber zwei Wassermonster reichen erstmal. So, gehen wir weiter. Sieg an sich auch richtig gut, weil er den Angriff erhöht, aber was ich besser finde, ist hier zum Beispiel diese Shannon. Shannon ist ein super Monster. Qual ist sehr gut im Fokus, hast du echt gut gewählt. Speed an sich, wenn es eine höhere Rune ist, richtig gut. Keine Mana für 1 und 2 Sterne Runen ausgeben, bitte. So, Fokus, wirklich auch sehr gut. Sie braucht auch ACC. ATK, du kannst auf ATK gehen.
meiner Meinung nach aber auf HP-Prozent gehen. Ich muss die ganze Zeit gehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas ist hier in der Luft. Ah, ich muss mal dann das Fenster aufmachen oder so. Sorry. Ich sag halt den ganzen Tag sorry, ey. Mann. Ja, auf jeden Fall hier auf HP-Prozent gehen. Meiner Meinung nach, du kannst auf ATK gehen, falls du irgendwie Windangreifer irgendwie ein bisschen brauchst, aber an sich ist sie kein richtiger Angreifer. Deswegen mach sie auf HP-Prozent, damit sie lange aushält. Und hier mit der Fertigkeit hier, 3 Runden lang, die Angriffskraft und Verteidigung aller Verbündeten erhöht. Pepem. Ja, also super Sache. Dann Ramagos, alles auf HP-Prozent setzen. HP-Prozent, HP-Prozent, nein, kein Def. Nein, wirklich alles auf HP-Prozent, Energierund kannst du alle so drinnen lassen, wie es ist. Und aber hier noch eine HP-Prozent und höhere Runen. Dann musst du halt wirklich dieses Szenario 1000-mal spielen. Oh, Mann. Mann, ey. Heute echt schlimm, also ich weiß nicht. Ja, also da musst du halt dieses Szenario oft spielen, um HP-Prozent-Runen zu finden. Mit den Monstern, die du hast, schaffst du locker, sag ich mal, die ersten 2, vielleicht sogar die ersten 3, ich sag mal eher 2, Welten auf jeden Fall auf Hell, ja? Du musst es nur probieren, oft genug, und die wichtigsten Monster, wie zum Beispiel deine Rakasche, dein Magieritter und vor allem dein Rauk, ja? Hier, nämlich links daneben, dein Rauk aufleveln. Klinge fatal für den Anfang, auf jeden Fall Spitzenklasse, irgendwann vielleicht auf Gewalt gehen, wenn du gute ATK-Prozent-Runen hast. Was hast du hier drin? ATK Plus? Nein, auf jeden Fall nicht. Such dir da 4-Sterne-Runen auf Slot 2. Sammel von mir aus 5 4-Sterne-Runen ATK-Prozent. Ich weiß, das dauert immer, ja. Aber such dir das irgendwie. Hier auf jeden Fall auch ATK-Prozent. Und hier auch ATK-Prozent. Alles ATK-Prozent. Und probieren den Sub irgendwie noch HP-Prozent, wie zum Beispiel bei dieser, außer dass keine ATK-Prozent ist, ja. Hier diese 3% zum Beispiel HP, probier da irgendwie noch sowas reinzubekommen. Hier seht ihr das, HP-Prozent kann an sich so bleiben, da muss hier ein ATK-Prozent stehen. Speed kann auch sehr gut, ist immer hilfreich, Speed. Und hier halt HP-Prozent, super. Ja. Also diese Müdigkeit geht mir gerade irgendwie ein bisschen auf den Piss. Ja, Shannon, habe ich ja schon gesagt, hast an sich die guten Runen gewählt. Mach da am besten HP-Prozent. Hier auf jeden Fall auf Slot 2 Speed, hast du gut drinne. HP-Prozent und ACC. Kein Rest, ACC. HP-Prozent, ACC. Falls du natürlich ohne diese ACC-Rune irgendwann mal auf diesen ACC-Wert kommst, von mindestens, ich sag mal so 65-70%, kannst du da auch eine HP-Prozent-Rune reinmachen. Ansonsten gut gewählt, sage ich mal, die Runen. Du könntest hier jetzt noch Fokus reinmachen, ja, statt Energie, aber sonst an sich erstmal okay. Nicht zu gebrauchen, meiner Meinung nach, Darion. Alles HP-Prozent, genau das gleiche. Gewaltruhen sind immer gut, HP-Prozent, Rest, nein. Alles HP-Prozent und falls du keine Gewaltruhen findest, ja, weil du das jetzt, sage ich mal, einfach noch nicht schaffst auf Hell oder so, was klar ist, dass du das noch nicht auf Hell irgendwie schaffst, ist komplett normal, irgendwann wirst du es schaffen. Fang bei ihm erstmal komplett auf Energieruhen an, ja. So viel HP-Prozent wie möglich, genauso wie beim Beerman, du 100% Crit-Rate am Ende brauchst und viel HP-Prozent, ja. Dann mach halt nicht erstmal auf Gewalt, sondern halt erstmal auf Energieruhen. Gehen wir weiter. Kurierhai, auch super Sache. Ja, hast du natürlich ein bisschen zusammengewürfelt, weil hier, das ist ja ein 4er-Set, kein 2er-Set, deswegen brauchst du hier 4, wenn du dieses Speed plus 25% haben willst. Dim ist okay. Ja, also geh da lieber auf Fokus und Tempo, ja, wenn du das so irgendwie an die Sache rangehen willst. Also die Klingenruhen raus brauchst du für Slot 2 und Slot 6 irgendwie, ja, ATK-Prozent. So, gehen wir weiter. Achso, und die Crit-Schaden hier, Crit-Rate, kannst du rausnehmen. So. Ich gucke gerade, ne? An sich ist die Sylphide Dark auch nicht schlecht und Glückwunsch dafür, dass du einen Nat 4 gezogen hast. Ich lese mal ganz kurz durch. Schneide den Feind mit einer scharfen Klinge und fügt mit einer kontinuierlichen mit einer Chance von 30 Sekunden 3 Runden lang kontinuierlichen Schaden zu. Okay. Trifft alle Feinde mit einem Wirbelsturm und regeneriert die HP aller Verbündeten um je 10%.
Entzieht dem Feind Leben. Die Menge entspricht 30% deiner Max-HP. Okay. Ist an sich eine richtig coole Sache, die dritte Attacke. Weil entziehen heißt ja, dass der Gegner dann automatisch weniger HP hat. Logisch. Und du mehr. Ha. Also richtig gut. Hier auf, bei ihr würde ich auf jeden Fall so nicht auf Angriff gehen, wie es hier steht. Also ich persönlich. Ich würde sie auf HP-Prozent spielen wollen. Und auf ein bisschen auf Fokus. Also ACC und Fokus, ja. Quatsch, ACC und Fokus. Mann, ey. Also, ja. Also auf Energie sozusagen, auf HP-Prozent und Fokusruhen. Also 4 Energieruhen und 2 Fokusruhen. Das auf jeden Fall für den Anfang. Was anderes kannst du jetzt eh nicht erfahren. Also braucht man ja auch nicht darüber nachdenken. Hier auf jeden Fall auch auf HP-Prozent gehen. Wird dir auf jeden Fall beim riesig helfen, ja. Also wenn du ihn auflevelst, natürlich hinter sowas wie Rauke oder so, weil du brauchst natürlich auch einen richtig guten Angreifer. Brauchst du aber natürlich auch jemanden, der Immunität gibt. Und da bist du hier beim Garuda-Wasser genau richtig. Auf jeden Fall HP-Prozent, alles HP-Prozent. Brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du auch nicht. Nö, nö, nö. Auch sehr gut an sich, also ein sehr gutes sozusagen HP-Monster. Auch auf jeden Fall alles HP-Prozent. Hau da erstmal komplett Energierung rein, falls du halt ihn haben möchtest, ja. Du kannst ihn aber natürlich auch erstmal zur Seite setzen, ja, und Priorität auf die anderen Monster legen. Aber auf jeden Fall, was ich halt immer so sage, legt irgendwie Priorität auf eure Runen. Und auch hier, hier zum Beispiel hier, du hast noch einen Inugami, hau den Inugami, also level ihn auf 4 Sterne und opfer ihn dann für deinen richtigen Rauk, ja, Inugami, den du ja schon an sich hast, hier, den du ja schon erweckt hast, hau ihn drauf, dass gleich noch mitgeskillt wird und die, du ihn auf jeden Fall auf 5 Sterne bringst. 5! Genau. So, also das war's jetzt auch schon. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal das Fenster aufmachen, dieses Rumgegene, das ist ja schrecklich. Es tut mir auf jeden Fall nochmal höllisch leid für dieses Rumgegene. Und ja, danke fürs Melden auf jeden Fall, The White. Ich lasse mal den Rest. Und nochmal sorry fürs Rumgegene. Und ja, ich hoffe, du machst das irgendwie mit den Runen. Spiel so oft du kannst und dann wird das schon klappen. Sorry auch nochmal, dass das Video ein bisschen länger gegangen ist. Ho, ho, ho. Aber ich habe ja, wie gesagt, so ein bisschen noch erzählt am Anfang. Dann bis dann und viel Spaß und ja, tschüss.